Ja, hallo Freunde der scharfen Klingen. Überraschungs-Unboxing. Richie ist beschäftigt, ich bin ein bisschen am Film und ich habe hier eine Tüte gefunden, was hier schwer nach Miguel Barbudo aussieht. Navajas Barbudo ES Viami del Diono. Ach, keine Ahnung. Schauen wir doch mal rein, was hier aus Spanien hier so kam. Coole Verpackung. Holy moly. Alter, das Ding hat Gewicht. Wow. Was für abgefahrene Bolster. Griffmaterial. Wieder so, was ist denn das, wieder so ein Kupfercarbon. Wow, Damastklinge. Oh ja, da geht noch schwer. Spanischer Backlog. Wow, boah, coole Anlage. Wow, was für ein Griff. Massive Platinen. Sehen aus wie Bronzeplatine. Schön eingepasste Backlog-Feder. Und alles Handarbeit, ne? Der gute Mann verwendet auch. Boah, wie das hier. Boah, das sieht ja stark aus. Und hier ist nichts mit Klauskante. Hier gibt es nichts Kante hier. Das ist alles eingepasst. Der gute Mann hat kaum Maschineneinsatz. Klar, Bohrmaschine und Bandschleife und sowas, aber alles andere, der macht das. Alles Handarbeit, ne? Alles Handarbeit. Von Hand. Mit der Feile, mit der Säge. Mit dem Bohrer. Irre. Schöner Clip. Der ist bestimmt stramm. Oh, ne? Geht. Positiv überrascht. Sowieso massiv, wie das Ding aussieht. Habe ich gedacht, dass der so extrem drauf liegt, dass man kaum über die Hose kriegt, aber das dürfte recht gut funktionieren. Wow, was für ein Folder. Läuft noch schwer. Gut, bei dem Teil kann man auch wunderbar, sage ich mal. Hier mit einem kleinen Torx rein, Daumen hinweg. Schöner, großer. Zweihandfolder. Wow. Tolle Klinge. Hohlschliff. Swatch. Aber die Handlage ist der Wahnsinn. Geiles Teil. Ja, aber Daumen hinweg an dem Ding. Und schön, mal gucken, wie lässt sich eine Hosentasche einfügen. Boah, traumhaft. Traumhaft. Miguel Barbudo. Custom Damast Folder. Coole Geschichte, Freunde. Irre. Die Seite mit Daumenpin. Ach, den würde ich wegschrauben. Cool. Ja, Hammer. Miguel Barbudo. Ciao, Freunde. Macht's gut.